natürlich sind Synoden immer auch ein Anlass gewesen, um zu streiten. Auf Synoden werden unterschiedliche Ansichten vorgetragen und man muss zu Entschlüssen kommen. Am Schluss muss entschieden werden. Es gibt auf Synoden immer Gewinner und Verlierer. Auch wenn die Konziliengeschichte das möglichst eingebettet hat in Consensus Universalis, dass es immer einen einhelligen Konsens gegeben hat, das ist eine spätere theologische Überzeichnung. Aber historisch ist gestritten worden und es sind auch Probleme nicht immer gelöst worden. Das gehört zur Realität der Kirche dazu. Aber zur Einheit der Kirche gehört auch dazu, wenn man sich in einen synodalen Prozess begibt, dass man Mehrheiten anerkennt und dass man dann auch gemeinsame Beschlüsse gemeinsam respektiert. Schaut man in die jüngere Konziliengeschichte, kann man eine interessante Rolle des Papsttums ablesen. Ich erwähne etwa Paul VI. Und die Rolle Pauls VI. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der einerseits sich sehr zurückgehalten hat, um dem Konzil nicht eine päpstliche Vorstellung aufzudrücken, der aber bei kritischen Situationen im Konzil, wo das Konzil drohte zu scheitern und wo Barrieren errichtet worden sind, die unüberwindbar waren, mit der päpstlichen Gewalt ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, das wird so entschieden und dann ist aber auch der Knoten wieder gelöst gewesen. Mit anderen Worten, das Papsttum spielt eine sehr wichtige Rolle, wie der synodale Prozess strukturiert wird, wie er die rechte Balance findet zwischen legitimen pluralen Ansichten, aber dann auch einer einheitlichen, verbindlichen Linie, in der sich die ganze Kirche wiederfindet.